So, bevor es damit losgeht, nochmal so einen kleinen Gedankengang gehabt. Und zwar, ich werde jetzt die Messe-Reviews, die ich bis jetzt gemacht habe, werde ich vermutlich nochmal machen und die ganzen Messer mal versuchen, an ähnlichen Aufgaben auszuprobieren, beziehungsweise ja, an denselben. Damit man so einen kleinen Vergleichswert bekommt und damit das Ganze ein bisschen strukturierter ist, als es bis jetzt war. Da habe ich mir auch ein paar Aufgaben überlegt, die, wie ich finde, sinnvoll sind, weil ich so selber Messer gebrauche und das vielleicht recht kurz gut abbildet, wie das Messer abschneidet. Und zwar, das ist Nummer 1, sind Schnitzaufgaben. Da werde ich so 2-3 verschiedene Sachen ausprobieren, die man zum Beispiel beim Fallenbau oder so braucht, aber da merkt man auf jeden Fall, wie gut sich das Ganze handhaben lässt, weil die brauchen ein bisschen Geschickübungen, beziehungsweise die Haken und alles. Dann werde ich als zweites natürlich Feuer machen, was ja dazu gehört jetzt, halt hacken, tone, feather, staken und halt einen Feuerstahl anreißen, das was man halt braucht. Und ich werde das Ganze dem Messer entsprechend anpassen, aber trotzdem versuchen, alle Aufgaben so gut es geht zu erfüllen mit dem Messer. Und als letzte Aufgabe, oder nee, als vorletztes an sich, einfach mal Gemüse oder Obst oder so schneiden, damit man sieht, wie gut man damit auch Essen zubereiten kann, weil das finde ich eigentlich auch eine sinnvolle Aufgabe, weil das macht man doch ein oder anderen Mal draußen, ob man jetzt irgendwo Bushcraften ist, Survival oder Campen, dann bereitet man sich ja doch ab und zu mal was zu essen zu. Und so ist das nochmal so ein kleiner Test, beziehungsweise noch ein kleiner Abschnitt, der mit reinkommt. Und als letztes, das ist jetzt weniger eine Übung, mehr am Test an den Stahl, und zwar nach diesen ganzen Übungen, vor allem nach dem Batonieren oder Hacken, wie gut denn die Klinge noch abschneidet. Also diese ganz normalen Schärfetest halt mit einem dünnen Stück Papier. Einfach versuchen, das zu schneiden und sich auch dann mal die Schneide angucken, wie die denn aussieht und was der Stahl im Allgemeinen sagt. Genau, so werde ich das jetzt mal versuchen zu gestalten. Aber jetzt geht's damit los. So, und zwar haben wir hier ein Benchmade. Jetzt ist scharf. Und zwar ein Leukup von Benchmade. Sieht das Ganze aus? Es ist auf dem ersten Blick, würde ich jetzt sagen, kein Leuku. Also der ein oder andere von euch wird, denke ich, einen Leuku kennen. Und man sieht so ein bisschen Tendenzen, aber im Großen und Ganzen ist es halt doch was anderes. Weil erstens, beim Leuku hat man normalerweise dem öfteren oder eigentlich überwiegend einen Holzgriff, meistens irgendwie aus Maserbirk oder so. Ich habe auch schon welche gesehen mit gestecktem Leder. Die Form ist meistens auch ein bisschen anders vom Griff. Hier hat man den Griff aus Gummi gehalten mit einer schönen Textur, der wirklich so unfassbar griffig ist. Und auch ich finde, also es ist ein, ich würde ihn jetzt eher definieren als schmalen Griff, aber er füllt die Hand trotzdem gut aus. Also es ist aber auch nicht der längste Griff, wenn ich sehe. Ich habe mittelgroße Hände. Also wer jetzt wirklich große Pranken hat, für den könnte das zu kurz sein. Aber genau, jetzt erstmal weiter damit, und zwar die Klingenform. Bei einem Leuku hat man natürlich einen Scandi. Ist hier so ähnlich dran gehalten. Das ziehe ich aber eher zu tendieren, dass es ein Flachschliff ist. Also definitiv ist es ein Flachschliff mit einer sekundären Phase. Sieht man ja schön. So, das Ganze ist 24,5 cm lang, also das komplette Messer. Dabei entfallen
11,3 auf den Griff und 13,2 auf die Klinge. Die Klinge ist ungefähr, also ca. 2,7 cm hoch und eine Klingenstärke von 3 mm. Ich muss ehrlich sagen, wo ich es erstmal in der Hand gehabt habe, fand ich, also hat mir irgendwie den Eindruck gemacht, als wären es mehr als 3 mm, aber es sind 3 mm. Genau, das Ganze kommt hier in einer Lederscheide. Ich bin mir irgendwie noch unschlüssig, ob das echtes Leder ist, weil ich weiß nicht, ob ihr die Maserung hier seht. Sieht irgendwie komisch aus. Also ich kenne jetzt, also ich habe jetzt schon 2-3 Lederscheiden in der Hand gehabt und da sah das ein bisschen anders aus. Aber weil es riecht doch nicht wirklich nach typisch Leder. Also nichtsdestotrotz ist die auf jeden Fall hochwertig gearbeitet und robust. Keine Ahnung, vielleicht ungefähr so 2-2,5 mm dick ungefähr. Das Schöne ist, die haben in die Lederscheide hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, da sieht man eigentlich quasi nochmal einen Plastikschutz reingemacht, damit man nicht in das Leder schneidet. Und das finde ich ziemlich smart. Das habe nämlich bei dem Essie Pier 4 habe ich auch eine Lederscheide, die ist zwar dicker, Rindsleder, ich glaube 3 mm oder so, oder 4 mm fast sogar schon. Also das Leder von der Stärke. Und da habe ich aber ins Leder reingeschnitten, also beim Reinstecken immer ins Leder hier hinten reingeschnitten. Und man merkt richtig, dass es hier hinten fast durchkommt. Also man hat ja so eine richtig weiche Stelle, man spürt quasi den Schnitt, wie es eingeschnitten ist, weil man das reindrücken kann. Das kann hier nicht passieren, wie gesagt, weil man da halt Plaster reingemacht. Ich würde sagen, das ist, das ist normales Plaster, aber reicht halt komplett. Das Ganze geht gut weit rein. Und hält auch wirklich, also das kriegt man nicht raus. Halt typisch Lederscheide so. Und ziehen kann man es eigentlich auch recht einfach. Genau, man hat hier noch, also der Feuerstahl ist leider nicht mit dabei, aber man hat hier noch so eine Öse für halt einen Feuerstahl reingemacht. Und keine Ahnung, ich würde das jetzt mal so ein normal großer Feuerstahl, der passt da easy rein, also was ist easy rein? Er ist halt so ein bisschen festgeklemmt. Was halt das Geile ist, dass er halt nicht rauskommt. Also mit Gewalt natürlich schon, weil irgendwie muss er ja rauskommen. Aber so, wenn man leicht dran zieht oder rausfallen tut, er definitiv nicht. Und ich habe hier noch so ein Bändel und da kann ich das rummachen und da hält das. Und zur Trageweise haben wir natürlich hier einmal die ganz normale Gürtelschlaufe. Und wie ihr seht, gibt es inklusive noch, also es wird damit dazu geliefert, nochmal so eine kleine Lederschnalle, die kann man ja so drum machen. Da kann man das Ganze quasi als Dengler tragen, etwas weiter unten am Gürtel und etwas freier, dass es zum Beispiel unter Jacken oder langen Pullover hängt, sodass man das quasi auch im Winter, dass man da einen einfachen Zugriff drauf hat. Genau, aber ich würde sagen, quatsch noch mal kurz über das Leuku bzw. wo das denn überhaupt herkommt. Also, ich denke mal, das Wissen, das ist halt ein nordisches Messer, kommt, das ist nordisch, so Finnland, Schweden in die Richtung halt. Und wird überall dort als Arbeitsmesser eingesetzt, ziemlich viel sogar. Es gibt's einmal, man hat halt dieses Puku, das ist so roundabout 10 cm immer. Und halt Leukos. Und das ist auch so eine Sache, Leukos sind eigentlich normalerweise ein Stück größer. Mit 13,2 cm ist das jetzt eher so ein Zwischending zwischen Puku und Leuko, zumindest so wie ich es jetzt kenne. Ich kann euch ja mal so ein traditionelleres Leuku zeigen. So, hier sieht man auch mal, dass es, also so ist es wirklich traditionell, das Leuku. Man sieht erstens, es ist eine Stecklederscheide, wo der Griff wirklich nur zum ein Viertel rausguckt. Das ist sehr typisch, auch diese Form von dem Schaft und die Machart an sich. Und jetzt hole ich es mal kurz aus. Man sieht hier erstens schon, also wie gesagt, Holzgriff, hier Maserbürge. Dann haben wir, die ist deutlich länger, die ist ca. 19 cm die Klinge. Ich habe gelesen, ich weiß jetzt nicht inwiefern das stimmt, aber dass Leukos irgendwie so zwischen 20, 30 und teilweise noch länger sind. Da kann ich jetzt nicht mitsprechen, aber also nicht so genau, aber die sind auf jeden Fall, so wie ich sie kenne,
größer als 13 cm. So, das hier, das sehe ich als typisches Leuku, beziehungsweise noch ein Stück länger. So, das ist irgendwie so der Inbegriff, zumindest für mich, von Leuku. Ob das nur der wahre Inbegriff ist, keine Ahnung, aber so kenne ich sie irgendwie. Genau, dann hat man natürlich noch einen Scandi in der Sekundärphase, also auf Null geschliffen. Dann, ja, es ist im Grunde genommen sehr traditionell, dass ohne Fingerguard auf jeden Fall direkt in die Klinge gehend, also ohne hier direkt, geht direkt rein. Und bei dem Leuku vor allen Dingen dieser nach außen hin dicker werdender Griff. So, das ist so, so wie ich es kenne, typisch. Und wir können das ja mal kurz nebeneinander halten. Dann sieht man schon mal auch die Größenunterschiede. Also ist halt, oh Gott. Da sieht man hier halt auch die Größenunterschiede und die Formunterschiede. Aber man sieht, dass sie das so ein bisschen, sie ist ein bisschen dran orientiert. Wenn man den Schliff mal sieht, dann macht das auch so den Anschein, als würde das nach vorne irgendwie breiter werden, die Klinge. Aber die ist, läuft recht gerade oben und unten zu. Aber man hat sich halt hier dran orientiert. Man sieht halt, dass es hier, die Klinge wird nach vorne etwas breiter und fällt dann oben hin zur Spitze ab. Und was auch typisch ist für Leuku oder auch Pukus, dass sie weder irgendwie eine angetäuschte Phase hier oben haben und dass sie immer quasi gerade nach vorne zulaufen, also keinen Droppoint haben. Wie man hier sieht, ist das, geht die etwas nach unten, wenn es scharf wird. Man sieht, dass sie, dass der Rücken etwas abfällt nach vorne hin. Also es gibt natürlich ein paar Unterschiede, aber ich muss sagen, mir gefällt das trotzdem sehr, sehr, sehr gut. Es ist ein, so ein schicker kleines Allrounder. Also hacken wird man der eher nicht so, weil ein Leuku ist eher mehr so Richtung Haumesser ausgerichtet und das Puku eher mehr in Richtung so Schnitz- und Schneidarbeiten. Genau, jetzt muss ich es schon nur so reinkriechen. So, jetzt. Wie gesagt, halt mehr ausgerichtet Hauarbeiten oder gröbere Arbeiten. Und ich muss ehrlich sagen, das wiegt 150 Gramm, das Messer. Also das ist super handlich und daher, dass es ja der Schliff hier quasi hier vorne weiter hochgezogen wird, hast du ja natürlich weniger Material hier vorne. Und was natürlich nochmal Gewicht spart und das Ganze, damit kann man das Ganze besser handeln. Was natürlich nicht so viel Gewicht hat, kann man da, ist man da flexibler in der Bewegung, alles drum und dran. Genau, aber das erstmal so zu meinen ersten Eindrücken. Ich habe damit jetzt noch nicht so krass viel gearbeitet. Aber das, was ich gemacht habe, also ich habe auf jeden Fall schon ein bisschen betont und Feathersticks gemacht und geschnitzt an sich und auch versucht, Feuerstahl und halt so die ganze Mann Sachen, die man halt so macht. Genau, und der Schnitt ist sehr, sehr gut ab. Also es ist unfassbar handlich so. Hacken kannst du, also muss ehrlich sagen, kannst du knicken mit dem Messer. Also da ist das Ding einfach zu leicht. Wenn, also, sagen wir mal so, ist es nie wirtschaftlich, um es mal so auszudrücken, weil du halt unfassbar viel Energie reinsteckst, damit irgendwas passiert. Aber das Wichtigste und das Attraktivste an diesem Ding habe ich eigentlich noch nicht gesagt. Und zwar, das Messer, oder also, ja, das Messer ist aus, ich kenne es jetzt nur im Englisch, also dieses CPM3, also CPM3V-Stahl, was ein super robuster Stahl ist, also wirklich so einen Superstahl halt, der halt einfach perfekt für Messer geeignet ist. Weil die Schneide ist halt unfassbar lange schneidfreudig, also unfassbar resistent. Es ist nicht so anfällig wie ein Carbonstahl von der Rostwiderständigkeit. Also es ist rostwiderständig, mehr als ein Carbonstahl. Die Schleifeigenschaften, also wieder das wieder scharf machen, geht hier auch sehr gut. Und das Ganze ist hier in 60 bis 62 Rockwell ausgehärtet. Also auch sehr schön, also auch entsprechend hart das Ganze. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an mit den Aufgaben. So, ich habe zwar gesagt, dass das Ganze nicht wirklich zum Hacken geeignet ist, aber dennoch möchte ich es natürlich ausprobieren. Beziehungsweise auch demonstrieren. Okay.
Okay, das ist jetzt etwas morscheres Holz, deswegen geht das so gut. Aber es ist halt durch das Gewicht nicht wirklich so... Ja, der zerbricht eher, der ist schon recht morsch. Aber es ist halt durch das Gewicht, dieses geringe Eigengewicht, nicht wirklich sinnvoll einsetzbar. Ist auch nicht wirklich kopflastig, wo man jetzt sagen würde, dass es quasi von alleine hackt. Und zudem kommt noch dazu, dass der Griff halt nach hinten quasi abflacht. Man hat hier nur dieses... Ja, nee, eigentlich hat man ja keinen Schutz. Es wird halt nach hinten dünner. Und da rutscht das Ganze auch gut aus der Hand. Und wenn man so hier hackt, das macht halt nicht so viel Sinn. Also, wie ich vorhin schon sagte, es ist nicht wirklich wirtschaftlich, weil du halt Ewigkeiten brauchst für ein kleines Stückchen Holz. Okay, wir haben hier natürlich auch gerade Buche, wie man schön sieht, aber trotzdem ist es nicht wirklich effektiv. So, also nicht wundern, ich habe das jetzt nicht mit dem Leuko, also mit dem Belgmade gehauen, sondern mit einem weiteren nordischen Vertreter, und zwar dem Skrama. Kann ich nur empfehlen, absolut geiles Haumesser. So, jetzt aber, damit geht's weiter. Guck mal dein Näschen weg. Guck mal dein Näschen weg. So, kurz beschäftigt. Dann versuchen wir unser Glück. Also wir haben hier Buche, die schon gut getrocknet ist. Und ja. Gut, das geht aber. Naja, okay, die ist jetzt nicht mehr ganz unbeschädigt. Man sieht hier schon ein bisschen den Schimmel und Pilze. Also die ist schon ein bisschen verwesen, aber nichtsdestotrotz ist sie noch stabil. Also ohne, dass sie jetzt gleich auseinanderbröselt. So. Geht sehr gut. Einmal das andere Stückchen ein wenig bearbeiten. Ja, also das geht einwandfrei. Suchen wir noch mal das ganze Stückchen hier. Hier gibt es ordentlich Pest. Jetzt habe ich aber nichts mehr zum draufhauen. Ja, also machen wir damit. Also wir haben hier, ich würde mal sagen, gute... Naja, Unterarm, naja, noch ein bisschen mehr als Unterarm. Also je nachdem natürlich, was ich für Unterarm habe, aber na, ich würde mal sagen, so ein Durchmesser 5 bis 6 cm. Ja, ich glaube, der wird das Ding hier brechen. Oh, obwohl. Weil ich versuche gerade durch einen Ast durchzubetonieren, obwohl nie am Ast vorbei, aber trotzdem merkt man, dass das hier ein bisschen schwerer geht. Aber okay. Also Buche lässt sich, so halbwegs angammelte Buche lässt sich nicht so schön betonieren, wie ja, jetzt passiert. Ich sage ja eher, bricht das Ding, als dass der hier durchgeht, weil hier ist jetzt wirklich ein großer Ast. Mal sehen, ob wir daran vorbeikommen oder... Oh. Ah. Geht auf jeden Fall. Und nochmals, wie das Ganze hier aussieht. So, wie das Ganze aussieht. Mal kurz ein bisschen sauber machen. Zack, zack. Also wir haben hier nochmal nebenbei, es ist ein Stonewash-Finish, aber ich würde eher sagen, das ist so ein vorsichtiges Stonewash-Finish. Also ich kenne das ein bisschen anders, aber man sieht, der Wille war da. Es ist ein bisschen Stonewash, aber nicht alles. Also nicht 100%, sagen wir es mal so. Aber, oh ja. Ist auch warm geworden, aber natürlich nicht verbogen. Das wäre jetzt echt böse. Aber man sieht hier ein paar Spuren.
Aber es geht an sich sehr gut durch. Also, und die klingen auch absolut, obwohl ein klein, ja, sagen wir mal nicht gleich Ausbrecher, aber einen kleinen Mini Stück spürt man hier. Aber ich sehe es nicht mal. Also, Balu! Also, ich kann nicht mal sehen. Ich erfühle es nur. Aber nichtsdestotrotz machen wir erst weiter. Und zwar mit Feathersticken. Beziehungsweise können wir erstmal ein bisschen hier die Äste wegmachen. So, boah, wir können ja erstmal mit Power Cuts anfangen. Da haben wir jetzt hier keine Buche, sondern das ist Fichte, glaube ich. Jedenfalls. Auf jeden Fall Nadelholz. Und das geht. Das geht schon. Oh, sehr gut. Also hier geht schon. Gut, ich muss aufpassen, dass die Kamera jetzt nicht umklappe beim Erbrechen. Oh Gott. Also man sieht hier schon. Gut Material weg. Das geht schon sehr gut durchs Holz. Bisschen normal schnitzen. Ja, krass, okay. Also das kam wirklich rasiermesser scharf aus der Verpackung. Ich hatte es bloß nochmal fix abgezogen. Und das ist krass. Ja, also das geht. Das hier, dass er das beißt, sehe ich auch. Schön ins Holz rein. So, genau, jetzt erstmal. Ah, die Mücken überall. Gott verdammt. Ah. So. Wir haben ein paar verschiedene gemacht. Man sieht, ihr seht, von groß bis ganz klein und fein geht es alles sehr gut. So. Ja. Also, das ist natürlich nicht den ersten Feathersteak, den ich jetzt mache. Ich habe schon ein paar gemacht damit. Aber es geht sehr gut. Kann man schon machen. Geht schon. So, aber jetzt lege ich sie mal kurz beiseite. Jetzt machen wir erstmal ein paar Schnitzübungen. So, erste Schnitt-Challenge. Aber warte, ich lasse mal kurz entrinden das Ganze hier. Holz zum Vergleich oder damit man vielleicht irgendwie in ein Verhältnis kommt, ist Buche. Aber die ist jetzt schon leicht angegammelt. Aber es geht hier ja nie darum, wie gut das ins Holz geht, sondern Geschicklichkeit testen. Also beziehungsweise wie gut sich das Messer händeln lässt. Deswegen das jetzt einfach mal genommen. Hier ist ja, wie gesagt, im Grunde egal. Und zwar als erstes eine ganz normale Kerbe oder Haken, wie man es auch mal nennen mag. Natürlich ist das auch, also nicht nur abhängig von dem Schnitzer, von dem Anwendenden, sondern also da spielt natürlich einmal die Größe des Messers rein und natürlich auch der Anschliff und auch die Form, also wie das Messer geformt ist, der Griff und aber natürlich auch wie schnell das geht, dann von dem Talent des Schnitzers. Genau, das wollte ich bloß vielleicht mal erwähnt haben. So, das war's schon. Also quasi eine ganz normale Kerbe. Geht gut. So, Nummer 2.
das ist vielleicht schon etwas spezieller, das Ganze. Aber ich habe auch schon ein paar Fallenaufbauten mit dieser Konstruktion gesehen. Beziehungsweise auch ein paar Basteleiarbeiten. Also irgendwelche Konstruktionen fürs zum Bauen. Oder einfach just for fun. Und zwar ein kleines Löchchen, also um einfach das Bohren auch, also die ganze Spitze, Performance und so weiter rauszufinden. Also das braucht man natürlich nicht für, nicht bloß für Löcher, sondern wenn man jetzt ein Feuer bohren will, muss man ja ins Bohrbrett Löcher reinmachen und dem Halter, den man oben drauf drückt, Löcher reinmachen. Wobei dafür sich eher, also dafür eignen sich eher andere Materialien, wie zum Beispiel eine Muschel für oben, aber das ist ein anderes Thema. Also genau, und sowas hier, also ein bisschen natürlich flacher gemacht, dass es jetzt ein bisschen schneller geht. Und dann einfach ein Löchle durchgemacht. So, und jetzt die letzte Konstruktion, wie ich aber finde, das ist die schwierigste von denen. Selber jetzt aber nicht unmachbar. Also jetzt nicht unendlich schwer. Fertig ist das Ding. Jetzt könnte man zum Beispiel also von hier was einspannen und von hier was einspannen, so quasi als Verbindungsstück. Oder auch um über dem Ofen was zu hängen. Natürlich ein bisschen größer, tiefer, dass man da quasi einen Topf einhängt. Das Ganze dann in einen Stock oder in eine Schlaufe oder so einhängt. Oder genau, aber an verschiedensten Fallen oder so ist das auch verbaut. Aber wie gesagt, das dient einfach nur, um die Handhabung ein wenig heraus zu bekommen. Genau, das soll es aber erstmal zu den Schnitztests gewesen sein. Ja, kann man schon mal machen. Also beziehungsweise so geht's halt, weil da sieht man, also da, ne, sieht man ja, dass da halt was rauskommt so. Aber so ganz wirklich scharfkantig ist die leider nicht. Okay, ja, es hat funktioniert, es brennt. Aber es ist halt auch Birkenrinde, ne? Es ist so eine Sache, ne? Ist natürlich auch die Frage, wie kompetent man sich anstellt. Ganz klar. Jetzt hab ich's ausgebracht. Auch nicht schlecht. Können wir gleich nochmal versuchen. Deswegen ist, wie gesagt, auch immer, wie gesagt, die Frage, wie kompetent man sich anstellt. Aber ja, es geht. Ihr habt es ja gesehen, man kann damit einen Feuerstahl anreißen. Aber ich habe schon bessere 90 Grad Kanten gesehen. Jetzt. Ja, hier gibt es anscheinend eine Stelle, die ordentlich scharfkantig ist. Ist auch nicht ganz gleich bearbeitet, habe ich das Gefühl. Wir versuchen es einfach nochmal. Ja. Sommer. Okay, am ersten Versuch hat es quasi funktioniert. So, wieder ausgegangen. Na, ich hab Bock nochmal zu versuchen. Ah, Birkenrinde ist schon was Feines. Ich mache normalerweise Feuer eigentlich nur mit Feathersticks oder oft halt wirklich zum Anzünden nur mit Feathersticks, weil man das halt auch überall findet. Aber mit Birkenrinde geht das Ganze natürlich nochmal ein ganzes Stück einfacher und schneller als jetzt mit Feathersticks. Die ätherischen Öle regeln halt, ne?
Jetzt mache ich doch ein kleines Feuer. Jetzt ist schon wieder der Google-Kunst da. Das Verlangen, Feuer zu machen. Aber na gut, auf jeden Fall habt ihr gesehen, dass das funktioniert. Was passiert, wenn ich den hier reinhalte? Aber ich glaube, dafür ist das Feuer zu kalt, um den komplette Magnesiumstrang hier zu entzünden. So, jetzt schnippeln wir noch ein bisschen Gemüse. Wir haben hier eine Paprika, zwei Tomaten und ein bisschen Sorin. Ja, fangen wir mal mit Tomaten an. Ja, also, ich würde sagen, das ist noch entsprechend scharf. Bei Messern, die entsprechend breit sind, wir sind hier bei 3 mm, was jetzt kein Prügel ist, aber Küchenmesser sind nun mal dünn und desto dünner die Klinge, desto besser lässt sich auch Gemüse und so schneiden, weil man will ja im Grunde genommen da durchschneiden. Und wenn man so eine dicke Klinge hat, hat man ja mehr so eine Spaltwirkung als wirklich Schneidwirkung. Damit bleibt man natürlich eher stecken. Ich denke mal, das wird man dann ganz gut merken, wenn hier so eine Scheibe abschneidet, dass sich das ganz schön spaltet und nicht wirklich schneidet. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt noch mit Paprika weiter. Ich muss sagen, bei so Sachen, die nicht wirklich dick sind, also hier, also von Paprika, der ist ja auch nicht wirklich dick, da geht es eigentlich sehr gut. Und wie gesagt, dass das Messer hier nicht allzu schwer ist, lässt sich das ja auch sehr gut handhaben. Also, ja, ich würde sagen, es lässt sich ganz gut einsetzen zur Essens- oder zur Nahrungszubereitung. Durch die Butter, wobei jetzt aber auch Paprika nicht das Schwerste ist, was man schneiden kann. So, jetzt schneiden wir mal ein bisschen was von den Brocken hier ab. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir hier so eine Scheibe abschneiden. Ja, seht ihr das hier? Es spaltet halt mehr als ein Küchenmesser so und damit geht es auch im Grunde genommen schwerer durch, aber daher, dass das Messer ja nicht wirklich stumpf ist, geht das natürlich trotzdem sehr gut durch. Also gut, ich habe schon mal versucht, mit ein paar anderen Messern in der Küche zu hantieren. Und das war, ich würde sagen, etwas schwerer als das. Man muss nur dazu sagen, die waren noch etwas größer und vor allen Dingen ein bisschen dicker. Was halt, wie ich gerade schon erwähnt habe, nicht so vorteilhaft ist, weil wenn es dicker ist, spaltet halt mehr und schneidet weniger. Nach dem Schneiden versuche ich jetzt nochmal einfach ein bisschen dünnes Papier zu schneiden. Das ist das Dünnste, was ich jetzt habe. Ich habe hier noch schon mal eine Kante abgeschnitten, weil es ist aufgefasert oder kommt man irgendwie, also von dieser Zeitung, um dieser Rand, da kommt man irgendwie blöd rein. Deswegen ist hier einfach mal schon mal eine Seite runtergeschnitten. Guck mal, ob ich es abschneide, das Ganze. Man merkt dann, dass Richtung Spitze das Ganze etwas hier, die Klinge etwas demoliert. Das merkt man auch schon, wenn man mit dem Finger drüber geht, dass da irgendwas ist. Natürlich ist es trotzdem noch scharf. Man sieht ja hier, das ist bis. Also die Hauptschneide. Die Hauptschneide, also zumindest der vorderste mittlere Teil noch schön scharf ist zum Rasieren. Wird es nicht mehr reichen? Naja, so ein paar Haare trennt es doch noch ab. Aber nie wirklich. Das soll es dazu erstmal gewesen sein.